Dir ist noch nicht mal klar, dass diese Trennung überhaupt real ist. Und sie sind schon auf und davon mit dem Nächsten, mit der Nächsten. Und ja, was du so hörst, was du so mitbekommst, du denkst dir, wow, das ging aber jetzt verdammt schnell. Ja, und sie scheinen irgendwie wieder total glücklich. Und für dich fühlt sich's erstmal so an, als ob du ihnen nie etwas bedeutet hättest. Aber die Wahrheit ist auch, dass alles, was du jetzt so mitbekommst und von den Dingen, von denen du denkst, dass, ja, dass du hier der schlechte Part warst, die Person, die nicht gepasst hat, die nicht gereicht hat, das kannst du erstmal alles zur Seite schieben. Denn all das, was du hier siehst, was in der Trennung passiert ist, da geht es erstmal um dein oder deine Ex und ihre Art, Trennung zu verarbeiten, nämlich indem sie sich einfach neue Partnerinnen, neue Partner suchen und vom Trennungsschmerz, ja, wegrennen. Und über 50% der Leute, die hier bei mir im Coaching sitzen, ganz, ganz regelmäßig, sind genau wie du da draußen immer wieder in Gedanken damit beschäftigt, dass der oder die Ex jetzt hier den neuen Partner, die neue Partnerin haben. Und machen sich unheimliche Gedanken um ihren Selbstwert. Denn ja, sie fühlen sich so, als ob sie eben unmittelbar ersetzt worden wären. Aber du musst wirklich understand, wollte ich schon sagen, du musst wirklich verstehen, ja, dass es erstmal um den Selbstwert von deinem oder deiner Ex geht. Denn die brauchen gleich jemanden an ihrer Seite, der sie validiert, der ihnen wieder Sicherheit gibt, Stabilität verleiht und vor allen Dingen auch Aufregung, Abenteuer, Honeymoon, Limerenz. Du kennst diese ganzen Zauberwörter, diese, ja, diese Sucht, dieser Wahnsinn, dieses absolute Dopamin-High, so sagen wir das ja so schön. Und das ist erstmal ein Thema. Es hat nichts mit dir zu tun, auch wenn das total schwer zu begreifen ist. Und genau darum geht es im heutigen Podcast. Warum ist der oder diejenige, die sich trennt von dir, so, ja, so verrückt nach diesem Rebound-Partner, nach dieser Rebound-Partnerin? Und vor allen Dingen, wie kannst du das loslassen? Wie kannst du in Gedanken endlich weg davon kommen, dass das alles nur mit dir zu tun hat? Hallo, meine Lieben, hier ist wieder die Marie von der Beziehungscouch. Schön, dass ihr da seid. Und heute habe ich euch ein ganz spannendes Thema nochmal mitgebracht. Es war auch eine Frage, die jetzt neulich hier im Coaching aufkam. Warum ist meine Ex jemand, die gleich in die nächste Beziehung gegangen ist? Einfach so, waren da überhaupt die Gefühle für mich da? Und ja, auf dieser Basis habe ich das Thema nochmal für euch so ein bisschen durchdacht, weil es eben einfach wirklich so ist, dass ganz, ganz viele von euch an diesem anderen Ende von der, ja, Trennung mit Rebound-Partner hängen und euch das Thema beschäftigt. Und nichtsdestoweniger, wenn ihr diesen Podcast jetzt hört, behaltet immer im Hinterkopf, dass jede Trennung sehr, sehr individuell ist. Und dass wir uns hier in diesem ja, Podcast vor allen Dingen auf die erste Phase nach der Trennung beziehen, nicht unbedingt um, ja, um Beziehungen, die dann irgendwie schon auch längere Zeit andauern, sondern es jetzt einfach darum geht, wie ist das Verhalten von eurer Ex jetzt nach der Trennung gewesen und ja, was kann man daraus so für Rückschlüsse auch einfach ziehen? Okay. Generell, ja, all das, was ihr jetzt hier so an Wissen bekommt, ist natürlich zum einen
Erfahrungsansammlung aus meinen Coachings auch hier und natürlich auch das, was ich ja gelernt habe, das, was ich gelesen habe und so weiter und so fort. Jemand, der schnell in eine Rebound-Beziehung geht, ist einfach tendenziell auch schon jemand, der, wie sagen wir so schön, needy ist und auch ja, die Wertschätzung, diese Bestärkung des Egos von anderen total braucht, weil oftmals diejenigen nicht so wirklich wissen, wie sie sich diesen Selbstwert selber geben sollen, wie sie sich selber stärken sollen. Das kommt auch einfach nicht aus ihnen heraus. Und so, das ist das, ne? Also das könnt ihr am besten beurteilen, wenn ihr eure Exen mal so anschaut, was es so für Menschen auch waren, dann ja, erkennt man häufig dann auch so Muster. Sind sie Menschen, die gerne alleine auch sind? Hatten sie schon auch in, bevor ihr zusammen wart, auch mal Phasen, wo sie selber auch allein waren und trotzdem gutes Leben ja, geführt haben und erfüllt waren davon? Und wenn das nicht so war, wenn eure Exen Menschen waren, die auch immer von Beziehung zu Beziehung ja, gestolpert sind sozusagen, dann kann das schon irgendwie da dahinter stecken, ne? Dass jemand eben immer jemanden braucht, so als Sicherheitsnetz und eben um diese Validierung zu bekommen, weil die Person sich alleine einfach nicht vollständig fühlt. Und ich meine das jetzt gar nicht so in so einem schlechten, ja, in so einem ganz schlechten, ja, wie soll man das sagen? Ich will jetzt nicht all eure Exen da in so einem schlechten Bild darstellen, sondern es ist halt einfach so, deswegen habe ich das letzte Video, den letzten Podcast auch über diese Kunst des Alleinseins gemacht, hört auch gerne noch mal rein. Ein Ziel für uns alle kann natürlich immer sein, dass wir eben doch nach Trennung erstmal heilen und das erstmal im Idealfall auch alleine tun, um in diesem Alleinsein dann auch ja zum perfekten Partner, zur perfekten Partnerin überhaupt auch erst zu werden. Und damit meine ich auch nicht, dass man sich nicht einfach auch ja verlieben kann. Es gibt auch Rebound-Beziehungen da draußen, die zu Beziehungen werden oder es war dann ein warmer Wechsel und man hat sich dann wirklich ineinander verguckt. All das gibt es auch. Also alles gut an der Stelle. Es geht nur darum, dass ihr so ein bisschen versteht für euch, für meine Coaches da draußen, dass es nichts mit euch zu tun hat, weil ihr bezieht es immer so sehr auf euch. So dieses, ja, ich wurde ersetzt durch jemand Neues, aber ich möchte eigentlich nicht, dass ihr das so seht, sondern es geht erstmal darum, dass eure oder euer Ex, ja, die Trennung so verarbeitet mit jemandem Neuen. Punkt. Und das einfach leichter ist, als ja, wie ihr da draußen das jetzt eben habt, dass ihr euch alleine und gerade die ersten Monate, bei manchen auch Jahre, sind so hart, ihr euch alleine da durchkämpft. Und da seid ihr mal bitte richtig, richtig stolz auf euch, denn ihr werdet so gestärkt aus dieser Trennung dann hervorgehen, wenn ihr das wirklich souverän meistert und an euch arbeitet. Und da bleiben eure Exen auch weit hinten dran. Auch wenn ich das jetzt nicht in so einem ja, in so einer Wettbewerbsart meine, aber es macht euch einfach stärker. Ihr seid an der Stelle einfach viel, viel tougher. Ganz kurz nochmal für diejenigen, die vielleicht auch neu auf dem Kanal sind. Ja, erstmal herzlich willkommen an euch. Schön, dass ihr auch da seid. Nochmal so eine kurze Begriffsklärung, Rebound-Beziehung. Welchen Begriff verwenden wir hier? Es ist der Begriff, euer Ex ist getrennt von euch, aber ist emotional noch nicht so weit in die nächste Beziehung zu gehen. Mit diesem Begriff arbeiten wir hier. Der Unterschied zum Warmwechsel oder zum Monkey Branching ist eben der, dass beim Warmwechsel schon Monate vor Ende eurer Beziehung, vielleicht sogar schon Jahre, leider Gottes manchmal, der andere emotional schon ausgestiegen ist und irgendwie schon klar war, ja, dass die Liebe für euch nicht mehr allzu groß ist
Und dann auf einmal da nach der Trennung neue Partnerinnen oder neue Partner plötzlich auftauchen, die dann vorher schon so ein bisschen in die, ja, in die Startbox da irgendwie gegangen sind und schon so im, genau, schon vorbereitet wurden für die nächste Beziehung. So kann man das jetzt einfach mal so dezent ausdrücken. Also merkt euch das einfach mal, es geht um dieses emotionale, nicht so ganz fertig sein, so man trennt sich und irgendwann ist man auf einer Party oder im Freundeskreis und denkt sich auf einmal, oh wow, irgendwie schnackelt es da gerade und auch das probiere ich jetzt einfach mal aus mit ihr oder mit ihm. Und das ist wirklich kein seltenes Phänomen, kommt häufig, häufig vor. Oftmals scheitern diese Beziehungen relativ schnell, haben keine gute Prognose, aber ja, dazu eben an anderer Stelle. Und so ein Hauptgrund, warum eben euer oder eure Ex sich in so eine Beziehung gibt, ist, weil sie mit sich selbst eigentlich ungern konfrontiert werden. Und das ist übrigens auch ein Grund, warum viele von diesen Beziehungen schiefgehen. Nach so kurzer Zeit. Und das will ich mit mir mit euch mit noch mal ein bisschen genauer anschauen. Wenn jemand jetzt so needy ist an der Stelle, also needy hier in dem Zusammenhang, dass er jetzt nach der Trennung jemanden braucht, der ihn oder sie validiert. Denn mein Gott, jeder fühlt sich nach einer Trennung total leer. Und irgendwie ist da natürlich eine riesen Lücke. Das ist die Lücke, die ihr jetzt gerade spürt. Da ist eine große, große Leere, weil da einfach niemand mehr ist, mit dem man da irgendwie Tag ein, Tag aus die Zeit verbracht hat. Und ja, eure Exen wollen diese Lücke füllen mit einer Person, die ihnen das Gefühl gibt, dass sie was wert sind und sie so sehr beschäftigt und ablenkt, dass sich gar nicht mehr mit euch und dieser Trennung beschäftigen müssen. Ja, das könnt ihr euch auch ganz leicht vorstellen. Ihr sitzt da jetzt, ihr seid allein. Niemand ruft euch an, stimmt vielleicht nicht. Eure Freunde rufen euch an, eure Familie ruft euch an, aber eben der oder die Ex nicht. Aber auf der anderen Seite ist es jetzt so, eure Exen texten jetzt gerade mit neuen Partnern, tauschen Komplimente aus. Ich will eigentlich gar nicht so tief rein. Ich will euch da jetzt auch nicht antriggern. Also sie sind auf jeden Fall in Kontakt mit anderen Personen und das lenkt einfach ab. Völlig normal. Vielleicht ist ja der ein oder andere von euch auch schon auf ein Date gegangen und hat zumindest mal für einen Moment auch dieses Gefühl gehabt, wie es ist, wenn man mal irgendwie eine Stunde nicht über den oder die Ex nachdenkt. Aber oftmals ist es so, als Getrennter oder derjenige, der getrennt wurde, ist es mühseliger und man muss sich mehr zu so einem Date hinquälen, zumindest erstmal so in der Anfangsphase. Aber ich glaube, ihr wisst, wovon ich rede. Auf dieser Wunde, die jetzt von eurer Trennung da ist, da klebt jetzt erstmal ein riesengroßes Pflaster. Aber wie ihr euch trotzdem vielleicht vorstellen könnt, ist diese Beziehung nicht wirklich auf einem soliden Fundament? Denn das Fundament, was diese Beziehung bildet, ist eigentlich auf Furcht, auf Angst, auf Unsicherheit, auf Bedürftigkeit aufgebaut. Und das ist einfach ein schlechtes Fundament für eine beginnende, gute und sichere Beziehung. Und eins musst du wirklich, wirklich verstehen, das ist so, so wichtig. Die Rebound-Beziehung hat nichts mit deinem Wert zu tun oder damit, dass du jetzt irgendwas falsch gemacht hast. Wenn dein oder deine Ex sehr, sehr schnell, gefühlt schnell einfach in die nächste Beziehung gegangen ist, dann rennen sie jetzt erstmal weg vor ihren eigenen Themen. Und es hat nichts damit zu tun, wie gut du jetzt warst als Partnerin, als Partner oder wie sehr sie dich auch geliebt haben. Und was sie jetzt wirklich vermeiden, ist mal da zu sitzen mit diesem Schmerz der Trennung. Und das ist
einfach hart, aber es ist auch so, so wichtig, um auch eben über die vergangene Beziehung nachzudenken, zu überlegen, woran ist diese Beziehung gescheitert, wo ist dieses ganze Gepäck, was ich jetzt schon wieder mit in die nächste Beziehung mit hineingebe oder mit hineinnehme. Und ja, auf diese Weise bildet die neue Beziehung einfach nur eine Ablenkung und sie vermeiden es, mit dieser Realität der Trennung sich nur in irgendeiner Weise auch auseinanderzusetzen, auch einfach diesen Schmerz mal zu fühlen, den eure Trennung eben auch bedeutet. Denn ihr wart verpartnert, ihr wart lange zusammen und es ist ganz normal, dass das Ganze auch mit Schmerz verbunden ist. Und mir ist ganz, ganz wichtig, dass du das verstehst, dass diese Rebound-Beziehung nicht oder nichts mit dir zu tun hat, sondern komplett das Ding von deinem oder deiner Ex ist. Und weißt du warum? Weil wenn du das nicht anerkennst, dann bleibst du in Gedanken da stecken, weil du immer denken wirst die ganze Zeit, was habe ich hier falsch gemacht, was habe ich da falsch gemacht? Warum hat die Beziehung einfach nicht funktioniert und ich hätte doch besser an der Stelle dies machen können, ich hätte doch besser an der Stelle das machen können. Und das Ganze, natürlich machen wir alle in Beziehungen, ja, Fehler, jeder hat so seine Themen, da ist so die Dynamik, aber diese Coping-Strategie von eurer oder eurem Ex jetzt nach der Trennung mit neuem Partner, neuer Partnerin hat eben nichts mit dir, nichts mit deinem Wert zu tun. Und das solltest du dir wirklich irgendwo hinschreiben, damit du es auch loslassen kannst. Wird dir helfen, das Ganze besser loszulassen. Ob die Beziehung andauern wird, auch das war Thema im Coaching. Natürlich haben wir hier keine Glaskugel. Und ich habe euch auch schon in mehreren ja, Podcasts auch gesagt, ich sage es auch immer wieder im Coaching, dass das nicht eure Frage sein sollte, aber ich nehme es hier nochmal mit rein. Es ist oftmals sehr, sehr unwahrscheinlich, weil es eben dieses wackelige Fundament hat. Erinnere dich, Angst, Unsicherheit, Neediness, das sind alles so Gruselthemen, die einfach kein gutes Fundament haben oder bilden. Und natürlich kann das auch nach außen erstmal alles so aussehen, nach Happy Beziehungen und alles ist toll. Aber die Frage ist, wie ist es in der Tiefe? Und ja, eine Beziehung, die eben direkt nach einer Trennung startet, wenn jemand emotional noch involviert ist, das ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn eure Exen euch da an der Stelle schon ja, früher abgeschrieben haben und da eben nicht mehr emotional involviert waren, ist es wirklich noch mal was anderes. Aber wenn sie noch emotional bei euch waren, euch noch wirklich geliebt haben und das meine ich auch durchaus auf so einer romantischen Ebene, nicht auf einer freundschaftlichen Ebene, sondern ausschließlich auf einer romantischen Ebene, dann ist eine Rebound-Beziehung erstmal so wie ja, ein Gipsverband auf einem gebrochenen Bein. Denn ja, diese Ursprungsthemen, auch die eure Exen in den Beziehungen oder in der Beziehung mit euch hatten, die sind irgendwie auf jeden Fall noch da und die werden früher oder später so langsam, wenn der Honeymoon, die Limerenz irgendwie vorbei ist, so langsam wieder an die Oberfläche kommen. Und dann ist eben die Frage, und dann wird sich zeigen, wie solide war dann das Fundament wirklich und wie können ja diese neuen Partner, diese neue Gemeinschaft, wie geht sie jetzt mit diesen Themen um, die da immer noch da sind? Warum dein oder deine Ex eben gerade noch drin hängt in diesem Rebound? Es kann einfach gut sein oder es ist sogar höchstwahrscheinlich, dass es alles gerade noch super, super aufregend ist. Denk an das Dopamin-High. Das kann eben einfach bewirken, ja, dass du den ganzen Tag gut gelaunt bist, dass es aufregend ist. Du dich fragst, wann schreibt sie wieder, wann schreibt er wieder und oh Gott, wann sehen wir uns wieder und oh Gott, ist das alles aufregend.
Und natürlich denkst du dann nicht über Schmerz nach. Und es macht uns süchtig, ne? Wir brauchen mehr davon. Und wie praktisch ist das denn, wenn wir uns dann mit dem Schmerz von Trennung nicht mehr auseinandersetzen müssen? Es ist ja so der viel, viel leichtere Weg. Denk immer dran, was ich am Anfang gesagt habe. Du gehst den komplizierten Weg, du arbeitest an dir, du konfrontierst dich mit dem Schmerz. Es ist wirklich der schlauere Weg, weil du eben nicht diesen Quick Fix hast, sondern du gehst echt durch das tiefe Tal und eure Exen, die sind auf diesem Dopamin-High. Und ja, irgendwann geht es natürlich aber auch wieder nach unten. Da geht es total runter und dann kommt eben diese Wahrheit ans Licht und die Aufregung ist nicht mehr da und dann muss oder müssen eure Exen dann unter Umständen nochmal diese Themen, die dann aufkommen, aus eurer Beziehung heraus und dann in die neue Beziehung auch irgendwo reinspielen, dann muss er oder sie, die müssen das angehen. Oftmals geht das aber eben auch einfach schief. Das heißt also, wenn diese Themen aufploppen, gibt es Konflikte in der neuen Beziehung und dann fliegt das Ganze meistens in die Luft. Aber das Wichtigste, was ich jetzt hier nochmal sage an der Stelle, wenn du dich hier darauf konzentrierst und fokussierst, ob diese Beziehung dauern wird, dann bleibst du auch eben wieder stecken in deinem Trennungsschmerz, im Liebeskummer. Und der Schlüssel für dich, um weiterzukommen, ist einfach dir zu sagen, dass das alles nichts mit dir zu tun hat, ihre Taten, ihre Handlungen, ihre Worte und dass es nichts mit deinem Selbstwert zu tun hat und wie du warst als Person, als Mensch, als liebenswerter Partner, als liebenswerte Partnerin. Dein Job ist es jetzt, dich auf dich selbst zu konzentrieren, dich mit dir wieder in Verbindung zu bringen. Hör nochmal dieses Video, ich mache nochmal Werbung, wo viele nicht ran wollen, die Kunst des Alleinseins, warum du die lernen solltest. Und dann wirst du früher oder später in so einer guten und grandiosen Position sein. Ja, das verspreche ich dir einfach. Und ich kenne es aus ganz, ganz vielen Coachings, dass die Leute dann einfach auf einmal an einem Punkt sind, wo sie ja zurückblicken auf diese alte Beziehung oder auch im Kontakt, im Austausch, auch mit Kindern, noch mit den Exen in Kontakt sind und irgendwie ja so völlig emotionslos über diese ja vorhandene neue Beziehung oder auch Nicht-Beziehung einfach so ja weniger emotional an diese Exen auch herantreten und auch ganz, ganz happy damit sind, wenn die dann ja das Kind einpacken und wieder wegfahren, weil sie selber auch viel, viel tollere Menschen vielleicht in ihrem Leben haben oder weil sie eben selber ganz alleine ihr wahnsinnig tolles Leben irgendwie führen. Und das kannst du auch, da bin ich mir ganz sicher. Denk mal drüber nach. Durch die Rebound-Beziehung kann eure Ex oder euer Ex auf keinen Fall heilen. Und er oder sie kommen auch nicht wirklich vorwärts. Und du solltest auch in keine gehen, weil du wirst es dann auch nicht tun. Und wenn du jetzt am anderen Ende hier gerade da sitzt, vielleicht ist es Samstagnacht, vielleicht Sonntagnacht oder Freitagnacht oder Freitagabend, so wie jetzt heute Abend, und du bist gar nicht raus, bist jetzt vielleicht ganz alleine hier, hörst dir dieses Video an, finde ich richtig gut, sei stolz auf dich. Weil das ist so eine richtige Superpower, weil irgendwie sagst du, okay, ich bin alleine, aber es ist okay, ich fühle den Schmerz, aber es ist total in Ordnung. Und frag dich nicht weiter, warum eure Exen oder deine Ex das getan hat. Es hat nichts mit dir zu tun. Es geht um sie, es geht um ihren Selbstwert. Und es ist ihre Entscheidung, diesen Weg zu gehen und ja, eure Trennung so zu verarbeiten oder auch eben nicht. Aber deine Möglichkeit hier an der Stelle ist riesig, riesig groß. Und diese Rebound-Beziehung kann dir
wirklich ja die Lektion mit auf den Weg geben, dass du jetzt letztendlich wachsen kannst und deinen Weg gehen kannst und ein Stück weit auch sehen kannst, wer sie wirklich auch sind oder auch waren, die jetzt eben auch einfach weg sind und jemand Neuen haben und dich vielleicht auch nochmal wachrütteln, dass du sie jetzt klarer sehen kannst und sie vielleicht wirklich nicht mehr so starke Gefühle haben, wie du dachtest, dass sie haben. Aber auch so hast du die Gelegenheit loszulassen und dein wunderbares neues Leben in Angriff zu nehmen und zu führen. Und das sind kleine Schritte und das dauert gerade in den ersten Momenten, Monaten nach der Trennung. Aber irgendwann kannst du hören, was ich jetzt hier sage und damit meine ich, du kannst vor allen Dingen verstehen, was ich hier sage und du wirst dich an diese Worte erinnern, denn so geht es ganz, ganz vielen hier und ist ganz, ganz vielen auch schon so ergangen, dass sie die Rebound-Beziehungen von ihren Exen ja als ihr Sprungbrett zu ihrem wunderbaren neuen und völlig anderen Leben auch nutzen konnten. So, ihr Lieben, das war von mir, ja, das Wort der Podcast zum Wochenende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie denkt ihr darüber? Was sind eure Erfahrungen, Rebound-Beziehungen und Co.? Wie sind eure Exen? Wie schnell sind sie in Rebound-Beziehungen reingerutscht? Und wie ist da gerade aktuell der Stand der Dinge? Und wie weit seid vor allen Dingen ihr? Das ist für mich viel, viel wichtiger in eurem Loslassprozess. Schreibt es in die Kommentare, supportet euch weiterhin richtig, richtig gut. Arbeitet an euch, arbeitet am Alleinsein. Und wenn ihr mit diesem Thema Rebound total am Hadern seid, kommt bitte zu uns. Wir haben so schöne Strategien, Möglichkeiten mit euch, dass ihr nachts wieder schlafen könnt, dass ihr euren Tag wieder anders übersteht. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und senden natürlich ganz liebe Grüße auch wieder an alle unsere Coaches, aber auch an euch da draußen, die ihr so wunderbar den Kanal supportet und unsere Videos hört und liked und uns tolle E-Mails schreibt. Ich drücke euch ganz lieb aus Frankfurt, wünsche euch ein traumhaftes Wochenende. Eure Marie. Muah.